Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Batman Arkham Origins. In der letzten Folge waren wir ja völlig, oder besser gesagt, ich war völlig planlos und verzweifelt und ach, naja, wie es halt ist so im Leben. So, wir müssen jetzt, warte mal, da wieder rin. Wir waren da schon richtig. Der Schacht ist schon richtig hier. Mann, ey, eigentlich ist es simpel und trotzdem sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Naja, so. Wir müssen jetzt die Klebegranaten. Ne, da. Okay. So, müssen wir hier rüber. Dann müssen wir natürlich da hoch, wo wir waren. Und dann sind wir hier. Und dann brauche ich bloß rüberspringen. Das Schlimme war, ich hatte erst überlegt, ja, ob man da vielleicht rufspringen kann. Naja. Nicht überlegen, wo da machen. So, wir sind jetzt schon mal ein Stück weiter. So, was haben wir denn da? Ist das noch ein. Hier ist irgendwo ein Störsignal. Hier ist ein Störsignal. Warte mal, haben wir nicht. Unterbrecher. Ah, wo ist das Ding hier? Damit ich das richtig verstehe. Die Bomben haben einen Zeitschalter. Wenn wir sie scharf machen, haben wir genug Zeit, die Brücke zu verlassen, richtig? Ja, aber traust du den? Nee, den traut eh keiner. Aber woher weißt du, dass die anderen Jungs nicht Bomben scharf machen? Das ist uns nicht sagen. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Haben die jetzt aufgehört zu reden? So, jetzt sind wir schon mal hier. Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Hier ist irgendwo ein Störling. Was machst du mit deinem Anteil? Ich kaufe mir ein Boot. Hör dich den an, ein Boot? Passt auf! Okay. Der hat das Störsignal. Alter, hat mich zu Tode erschreckt. Nein! Scheiße. Ich weiß, was er macht. Er benutzt die Dinger da oben. Ballert sie weg, dann ist das Versteckspiel vorbei. Ach, ich komm hier schon wieder nicht. Okay, wir sind tot. Ja. Hier sind wir doch nicht. Aber trotzdem. Mensch, kotzt mich an. Komme gerade so ein bisschen mit meiner Materie nicht klar. Was macht er denn da? Hör doch mal auf, jetzt da immer runter zu hüpfen. Und wir sind tot. Gut, die Folge fängt natürlich gut an. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese. Dass ich nicht wusste, dass diese Mitteldinger da mit Bomben unterlegt sind. Hat natürlich den Nachteil, dass man nicht mehr so ankommt, wie man gerne hätte, ne? So.
Mal mit der Ruhe. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Wir wollen ja nicht gleich am Anfang hier gefrustet sein. Das reicht schon, wenn ich in der Aufnahme davor also schon gefrustet bin. Jetzt geht es hier weiter hier. Umso weiter wir fortschreiten, umso frusteter wird der Batman. Ich muss eine der Wachen dazu bringen, mir zu sagen, wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind. Na, was machst du mit deinem Anteil? Ich kauf mir ein Boot. Hör dich den an ein Boot? Das ist er! Zu mir! Ich hab ihn! Er springt von den Dingern darunter. Was, wenn wir sie zerstören? Hey! Wer ist die? Der ist da! Alle mal wieder rüber! Sofort. Scheiße, der ist schon wieder. Beseitige die ganzen Dinger! Ich hab... Da ist der! Hab ich! Okay, ich gebe auf! Oh, okay, bleib hier. Wir haben es geschafft. Wie viele Bomben sind auf der Brücke? Vier! Vier! Eine hier, eine direkt über uns! Auf der unteren Ebene der Brücke! Und je einer an jedem Ende der Brücke. Das sind die Großen. Das sind alle. Ich verspreche's. Und ich verspreche dir einen festen Schlaf. Okay, entschärfe die Bombe. Auf der Brücke. Die Größten an jedem Ende. Ich muss diese Bombe entschärfen, bevor ich mich um den Rest kümmere. Wo ist die Bombe jetzt? Ach hier. Nee. Frage ist, wie kommen wir jetzt hier weiter? So, wir gucken jetzt Heizungskeller. Das ist der Fahrstuhl hier, ne? Kann ich den öffnen? Steht hier irgendwas von warte mal, finde Firefly und schärfe die Bombe im Bahnhof. Hat der nicht was gesagt, hier ist auch noch eine im Heizungskeller?
gefahren. Die Person hat eine Gasleitung mit seinem Flammenwerfer getroffen. Feuer am Nordende. Verdammt! Ich öffne die Feuertür für den Bereich, um die Geiseln zu schützen. Okay, wir gehen. Bahnhofswartung. Du hast eine große Klappe, Brent. Unter anderen Umständen hätten wir einen Deal machen können. Aber Firefly bezahlt uns einfach zu gut. Achso. Okay, da drüben sind Gegner. Wie komme ich denn dabei darüber? Muss er jetzt irgendeinen Grund haben? Warum wir den jetzt höher gefahren haben, als er eigentlich sollte? Bitte bleiben Sie ruhig und begeben Sie sich zum nächsten Ausgang oder zum nächstgelegenen Sammelpunkt. Ach, hier, guck mal. Mal zweimal A und dann X. Kann ich denn hier rüberspringen? Ah, Mann, ey. Ist aber auch manchmal. Aufstehen, bitte nicht los. Du warst die ganze Nacht hinter dem Kopfgeld her. Bind nicht los, du selbstgerechtes Arschloch. Es war nie Sionis. Der Joker hat das Kopfgeld ausgesetzt und der ist hinter Gittern. Habe ich gehört, aber wir beide haben noch eine Rechnung offen. Du kannst dich den Rest der Nacht ausruhen. Was ein Pissvogel. Ne, hier wollte ich gerne hin. So, da können wir erstmal. Du hast einen Schwur geleistet, das Gesetz zu achten. Wenn ich dich nochmal sehe, erwarte ich, dass du dich daran hältst. Ja, Sir. Es tut mir leid. Besser ist das doch, Freundchen. Frage, warum habe ich das jetzt aufgemacht? Es gibt eine Notfallsituation. Die Bombe ist sicher, Mr. Firefly, Sir. Firefly hat seine Geiseln in einen Waggon voller Sprengsätze gesperrt. Ja, guter Plan. Hey, Sie müssen uns hier rauslassen. Ich muss überhaupt nichts. Das Ding ist zurück. Vorbei!
Heute ist sicher nicht dein Glückstag. Bravo 2, hier Leitstelle. Bericht. Die Ursache der Explosion war ein Tankwagen auf der Brücke. Schwere Schäden, aber keine Verletzten. Okay, halten Sie mich auf dem Laufenden. Muss da hochkommen, oder? Muss er uns helfen? Keine Ahnung, aber dieser Typ hat er ganz schön vermöbelt. Ich habe von ihm gehört. Er ist ein gesuchter Krimineller. Bleiben wir ruhig. Vielleicht geht er wieder. Seien Sie kein Narr. Warum hätte er das alles getan, wenn er uns nicht helfen wollte? Wenn Sie so sicher sind, warum flüstern Sie dann? Haltet doch einfach den Mund und seht, was er tut. Na, seht, was er tut. Ich versuche gerade... Wir müssen den hier runterkriegen. Für alle Züge Richtung Süden werden Verspätungen erwartet. Vielen Dank für die Fahrt mit Gotham Transit. Kontrollraum. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir die runterlassen. Immer mit der Ruhe. Keine Hektik. Wir haben alle Zeit der Welt. So, jetzt kann ich nämlich, glaube ich, hier hoch. Sie müssen uns rauslassen. Diese Bomben. Sekunden. In Flammen. 19 Sekunden. Bitte helfen Sie uns! Holen Sie uns hier raus! Beschleuniger. 17 Sekunden. Nitroglycerin. Bäm. Das muss Gordons Feuertür sein. Hier sind Bomben! Gordon. Öffnen Sie die Feuertür im Zugdepot, damit ich Fireflies Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann. Raus aus dieser Frequenz, sofort! Hören Sie, ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende. Sorgen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg! Mein Junge! Verdammt! Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Codes, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Codes haben. Vielleicht kann Captain Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Bombe. Besorg mir diese Codes, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Wir müssen uns auslassen. Hier sind Bomben. Entschärfe die Bombe am südlichen Pfeiler. Wo sind jetzt hin? Bahnhof? Bahnhof? Hier kommen wir nicht durch. Das ist diese komische Tür. Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, wo müssen wir denn hin? Wir sind jetzt auf der Ebene hier, richtig? Ich muss darauf warten, dass Alfred die Codes besorgt. In der Zwischenzeit kann ich noch eine Bombe entschärfen. Ja, aber wo denn? Wo geht denn jetzt zur nächsten Bombe? Im Süden. Sie müssen uns auslassen. Hier sind Bomben. Wir danken für Ihr Verständnis während der Feiertage. Wir alle von Gotham Transit wünschen Ihnen ein frohes Fest. Komm mal hierher, ne? Hier waren wir noch nicht. Okay, Emergency Room. Halt, falsch. Diese Elektrohandschuhe sind echt top. Okay.
Jesus. Das wird nicht einfach werden. Aber absolut nicht. Darüber. Na? Ah, guck mal, was wir da haben. Ja, alter, geil, oder? Vielen Dank für die Fahrt mit Gotham Transit. Stube auch. Hast du das von den Falconis gehört? Was ist mit denen? Auf der Straße heißt es, der Pinguin drängt sie aus dem Waffengeschäft. Okay. Jetzt bist du fällig. Immer weiter. Das ist noch nicht vorbei. Scheiße, ich muss die... Greift ihn doch nicht einzeln an! Pulverisiert ihn! Mein Problem, Jungs. Oh nein. Shit. Mord. Und wenn es dich nicht mehr gibt, kann mich niemand mehr stoppen. Scheiße. Gut. Ist aber auch schon eine ganz schön große Gruppe hier da. Von den Falconis gehört. Was ist mit denen? Auf der Straße heißt es, der Pinguin drängt sie aus dem Waffengeschäft. Der Pinguin, hä? Ich wusste doch, der Typ ist eine Null. Wer ist der Pinguin? Siehst du, genau das meine ich. Es weiß überhaupt niemand, wer der Kerl ist. Und der legt sich mit den Falconis an. Er mautert sich. Such wohl auf nach Leuten. Vielleicht mach ich mit. Ich bin dabei. Jeder, der den alten Falconi rumschubsen kann, ist genau mein Mann. Ja, klar. Ich lasse es dich wissen. Verwalt ihn!
Wo hat er denn die Waffe schon wieder her? Wer schießt denn hier? Alter, was ist hier los? Oh, bin ich schon gleich wieder tot? Mann, nimm doch den hier. Ach, Mensch, fuck. Das kann doch nicht sein. Wer hat die verdammte Kiste verriegelt? Eine Chance, oder? Jawoll, Alter. Zack. So. Verdammt, da war noch eine zweite Kiste. Ich hab doch noch drauf gezielt. Verdammt, Axt. Und hier war auch noch eine Kiste. Überall Kisten hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier ist irgendwas. Kann ich denn hier mitmachen? So, okay. Dann brauchen wir diese. 21 Sekunden. Verbrennen. Verbrennung, okay. 19 Sekunden. Schwelbrand. Feuerteufel. Ja. Nur noch eine Bombe am anderen Ende der Brücke. Gut, Freunde, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Die letzte Bombe machen wir dann in der nächsten Folge. Wir müssen quasi wieder zurück. Dann kriegen wir, denke ich mal, die Codes von Orfraid. Orfraid, der ja irgendwie noch in. Der ist ja, glaube ich. Ja, ist er sicher in der Betthöhle? Gehen wir erstmal von aus. In Wayne Manor ist er ja nicht mehr sicher, weil Bane weiß ja Bescheid, wer wir sind. Schittendreck. Gut, ja, wie gesagt, wir machen erstmal hier Schluss, oder ich mache erstmal Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.